Wusstet, was geht? Ich bin's wieder, euer Flying Groove. What's pumping, guys? How you doing, man? We are here in Spain right now, man. Guckt euch mal diese Aussicht an. Ja, und ich bin ja nicht irgendwo in Dubai in einem geilen Gebäude, sondern in Spanien in einem Fitnessstudio. Solch eine Aussicht, Leute. Guckt euch das an. Das ist der Wahnsinn, du. Session ist beendet, jetzt waren wir in so einem kleinen Laden, weil hier ist echt ein großes Problem, was Taxen betrifft. Man kriegt hier so selten ein Taxi und per App dauert das immer eine halbe Stunde und so weiter. Deswegen habe ich mir jetzt hier ein bisschen, ja, was zu essen. Das kippe ich hier gleich um, ey. Und zwar ein paar Proteine hier und Reiswaffeln auf Bacon-Basis hier. Mal gucken, wie das schmeckt. Geht durch. It's pumping, man. How you doing? Jetzt gehen wir noch mal schön nachts Burger essen. Und wir treffen uns jetzt mit Rico La Chico Pommes Gomez. Er hat nämlich auch morgen seinen Men's Physik Wettkampf. Werden wir uns alle noch mal schön sehen. Und sie fährt ja in Portugal seinen Wettkampf, Rico auch. Und da werden wir dann wieder alle schön zusammen wohnen, wie in einer richtigen WG. Da der Burger ja an der Küste ist, näher am Wasser hier, habe ich mir gedacht, ziehe ich mir meine Small Dogs College Jacke an. Die Jungs sind noch im Shirt. Ich merke immer, es wird windiger und windiger. Aber noch ist das alles sehr angenehm, aber aus Sicherheitsgründen habe ich sie doch mal mitgenommen, weil ich habe keinen Bock, Burger da zu essen und dann so auf Krampf draußen sitzen, kalt hier, da der Wind. Mal schauen. Boah, was ist denn hier los, Alter? Kirmes hier. Da vorne hört man schon richtig das Wasser. Man sieht es nur leider nicht, weil alles so dunkel ist. So, wir sind angekommen und da vorne kommt Rico. Rico La Chico Gomez. Hey, Meal Prep. Meal Prep ist am Start. Hey, what's pumping, man? Move. Ja, voll die Modi. Es geht. Ah, ist gut, alles gut. Wettkampfform läuft oder was? Ja, drei Tage hier nicht einmal gesehen, ne? Ah ja, das sieht schon sehr geil aus hier, muss man mal sagen, ne? Ich habe heute gestern mit 6000 Kalorien geladen und heute auch mit 7000. Oha. Und hatte heute schon Cheat Meals eigentlich am Start. Mein letztes Mehl, Reis, Chicken und Ananas. Extra aufgehoben, weil ich essen gehen wollte. Geil. Ja, dann let's go, lass mal rein, Mann. Wir hauen Burger rein. Burger. Wir sitzen jetzt hier, unterhalten uns jetzt schön und ich gönne mir hier gerade ein paar knackige Nüsse. Richtig lecker. Ich habe sogar eine Dürre. Guckt euch das mal an, Leute. Chicken Fingers are in the house. Ah ja. Mit Mayonnaise. Lecker. Burger kommen hier. Die ist schüchtern hier, die ist schüchtern. Thank you. You're welcome. Eieiei. Was ist denn hier los, du? Na, was hast du da, Rico? Reis, Chicken, Gemüse, Bruder. Ja, so muss das. Auf Wettkampfbasis. Genau. Nach dem Burger gibt es nochmal schön was Süßes hier, Leute. Schön Stracciatella mit Zitrone. Das sind genau zwei Kugeln hier drinnen. Und die Jungs gönnen sich auch nochmal. Rico gönnt sich nichts. Morgen Abend. Wenn es um Essen geht, dann weißt du, wie es ist. Ja, dann gehst du sogar nachts um drei nochmal raus. Ich hab schon gesagt, Bruder, in Köln hat ein neuer Burger auch gemacht. Oh, you can, ich wurde eingeladen. Ja. Also das ist doch mal hin, Digga, oder? Ja. Sehe ich das lustig. Ach, wurdest du vom Besitzer eingeladen? Mhm. Aha, in Köln. Ja. Yeah. Okay, dann müssen wir da mal was abmachen. Wissen wir auf jeden Fall, Mann. So, Leute, diese Stöpsel hier haben mir mein Schlaf gerettet hier. Ich habe mir die Dinger reingeproppt und ich habe 10 Stunden durchgeschlafen. Also von 12 bis 6 Uhr, dann waren die Dinger nicht mehr im Ohr. Da habe ich gedacht, hä, wo sind die? Ich habe kurz mit meinem Handy Licht angemacht, gesucht, gefunden, wieder reingestöpselt und dann war ich wieder um 10 wach. Denn ich hatte hier ein richtiges Problem. In der letzten Nacht hatte ich nur 3 Stunden ungefähr geschlafen, weil Paddy ja richtig schnarcht. Wir blenden mal hier eine Szene ein von der Überwachungskamera. Und jetzt fühle ich mich wieder richtig gut. Ich habe über 10 Stunden Schlaf nachgeholt. Währenddessen hat Steve sein Massebrei gegessen. Steve war am Laden, ne? Nennt man das? Nennen die Leute das? Am Laden? Am Mittagessen. Ja. Oder nur am Frühstück. Am Frühstück. Okay. Paddy heißt das, bei Steve heißt das Frühstück, bei den anderen heißt es Laden. Mit dabei ist auch Paul. Paul schneidet unsere Videos. Paul hat sogar ein geiles Smilebox-Ding. Auf lässig. Jetzt wird für mich erstmal hier am Morgen supplementiert, Leute. Ganz wichtig. Vitamin C kann ich euch nur ans Herz legen, weil viele beginnen immer erst damit, ja, wenn es schon zu spät ist, ne, wenn sie krank sind. Gerade jetzt auch nach solchen
Urlaubstrips hier oder was auch immer, werden einige auch halt krank. Anderes Land, andere Sitten, andere Bakterien und so weiter. Und dafür das Problem. Deswegen immer durchgehend, ja, durchgehend. Einfach immer zweimal Vitamin C am Tag hier. Dann auch natürlich ganz wichtig Vitamin D3 und K2 am Start. Das sind meine Supplements für abends. Ashwagandha. Ja, für den Stress. Da können wir auch morgens nehmen zum Beispiel, auch sehr geil. Und hier Magnesium natürlich auch für abends. Und ganz wichtig, wo ist mein Zink? Niemand hat mir mein Zink gemobst hier. Nach dem Training, Kreatin ist auf jeden Fall am Start. Und Omega-3 haben wir dann auch nochmal so nachmittags und abends dann. Und nach dem Training kommt nochmal das Kreatin immer dazu. Die sind für morgens, die sind für abends und die sind für nach dem Training, direkt nach dem Training. Und deswegen rein damit. Und auf unser ganzes Neosub-Sortiment bekommt ihr natürlich 20% auf alles. Solange wir für euch auf Tour sind, sollt ihr natürlich auch was von haben. Schöne Rabatte sichern. Dabei unsere Videos gucken, während ihr euer Eiweißshake schön läuft. Und somit wünsche ich euch viel Spaß beim Shoppen. Alle Infos dazu findet ihr natürlich oben in der Videobeschreibung. So, und hier ist der Übeltäter, warum ich in der letzten Nacht nicht pennen konnte. Und viele haben ja in den Kommentaren reingeschrieben, ja, Uwe, der hat bestimmt Schlafapnoe und hier und da und was weiß ich. Du warst ja sogar auch im Schlaflabor, ne? Du hast ja alles schon durch jetzt, ne? Ich war in 4 Schlaflaboren bereits. Genau. Und ich halte sogar den Rekord in dem Schlaflabor in Nahe. Das ist Sponsor oben in der Ecke. Ja. Da halte ich den Rekord, was die Lautstärke angeht, mit 121 Dezibel. Mhm, das ist krass. Also so laut sind einige Autos in dem. Ja, ja. Atemaussetze habe ich in der Nacht gehabt, 54 in einer Stunde. Damit war ich so auch in den Top 3 Werten. Krass. Naja, die Problematik war ja am Ende des Tages, ich habe auch sehr viele Nachrichten bekommen, vielen Dank dafür. Sehr viele haben sich bei mir privat gemeldet und mit Hilfe. Und das Problem ist, bei mir müsste man den Rachen erweitern. Das stelle ich mir ein bisschen vor wie bei einer Geflügelschere in der Rachen und auf. Mandeln raus, Gaumenzäpfchen passend anschneiden, weil das zu groß ist. Der Zungensack, der beim Atmen meines Erachtens auf und ab geht, der ist zu schwach, der fällt immer runter nachts beim Schlafen, weil da irgendwie die Stabilität fehlt. Den müsste man stärken. Wie mir weiß ich schon gar nicht mehr, weil es war so ein Fachjargon. Die Nasenscheidewände richten und dann habe ich eine 50%ige Chance, dass es weggeht. Und wenn es nicht weggeht, kann es aber dadurch eventuell auf jeden Fall besser werden, oder? Weil wenn man überlegt, was deine... Wie gesagt, es bleibt gleich, wenn es nicht besser wird. Ach du Scheiße. Wow, also 50%, das funktioniert oder 50% Arschlecken, 12 Wochen. Okay, das ist echt mies, ey. Wie viel deine Tiefschlafphase, wie viel ist das immer? 14 Minuten, ne? Ihr müsst euch jetzt vorstellen, der Junge hat einfach nur 14 Minuten Tiefschlafphase. Ich habe mich auch ein bisschen damit dann beschäftigt. So, klar, wir machen immer so unsere Späße, wer der schnarcht, filmen wir ihn. Wir fragen auch immer Paddy, ob das okay ist. Es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung. Ende des Tages ist quasi die Hilfe nur zu 50% möglich oder gar nicht. Dann habe ich damals gesagt, für 12 Wochen nicht essen können, außer per Schlauch und dann langsam ein bisschen breit. Das ja noch als Bodybuilder, ist auch scheiße, ne? Als Bodybuilder, der auch noch so gerne isst, wie du ja weißt, habe ich dann gesagt, nee, habe ich keinen Bock drauf. Da habe ich erstmal Alternativen probiert, die mit einer Schnarchspange, Zahnspange, mir da anfertigen lassen für viel Geld. Die ist mir jede Nacht aus dem Mund gefallen, dann bin ich mehr oder weniger dran verschluckt jedes Mal. Oh, krass. Das hat dann auch nichts gebracht. Nasenpflaster und all so ein Völlefanz hilft bei meiner Anatomie einfach nicht. Die ist einfach, ich habe ja eine Krankheit und das ist ja anatomisch bedingt bei mir. Das ist ja nicht, dass das irgendwie immer nur cool ist. Das ist witzig. Aber ich habe natürlich auch tierische Kopfschmerzen morgens. Genau, das war halt mein, was ich jetzt sagen will. Weil ich habe mich ja danach auch ein bisschen mit beschäftigt, so, weil zuerst dachte ich so, okay, der ist ein krasser Schnarcher. Aber dann durch die Instagram-Nachrichten, die ich von den Zuschauern oder auch hier im YouTube in den Kommentaren, diese Schlafapnoe, diesen Begriff, noch nie gehört. Habe ich es mal geguckt in den YouTube-Videos und dann weiß ich, was anatomisch da so hintersteckt, was da eigentlich ja so passiert, auch abends bei dir so. Und warum diese Atemaussetzer sind von einer Minute oder eineinhalb Minuten oder noch länger. Und da dachte ich dann auch so, krass, keine richtige Regenerationsphase. So wie du schläfst, ey, du bist immer tagsüber irgendwo müde. Das heißt, wenn du mal im Auto bist, du pennst direkt ein. Dein Körper will ja diesen Schlaf nachholen. Und allgemein vom Feeling, weil ich habe ja jetzt letztens wegen dir, wenn es hochkommt, vielleicht 3 Stunden geschlafen, keine Ahnung. Ja. Wie ich mich da, du hast gesehen, wie ich gestern die ganze Zeit war. Ich war antriebslos, ich hatte keinen Bock mehr. Und das, klar, dein Körper ist jetzt dran gewöhnt und so weiter und so fort. In meinem Alltag merke ich schon, wenn ich dann zwischendurch was esse, so zum Mittagessen oder so. Ja. Na klar, viele sagen immer wegen Bodybuilding, weil ich viel esse, hängt damit auch zusammen, aber wenn ich 14 Minuten Tiefschlaf habe in der Nacht, wenn es gut läuft, ich hatte auch schon Nächte mit 8. Ich bin einfach immer müde gerädert, habe morgens tierische Kopfschmerzen durch diese Atemaussetzer, weil da ständig Luft fehlt in meinem Körper. Und da wache ich auch mit so einer Birne, auch dann erstmal so eine halbe, 2 Stunden eine schöne Dusche, dann geht's, dann rette ich mich über den Tag mit ein bisschen Energy und so, bis ich dann zum Richtung Training komme, dann gebe ich wieder Vollgas, aber die Regeneration bleibt natürlich offen. Das ist echt krass halt so. Damit habe ich mich auch ein bisschen so beschäftigt so und
Ich habe mir jetzt Ohrstöpsel geholt, weil Paddy kann auch nichts für. Am liebsten, das war ja schon in New York, da war es aber zwei Zimmer weiter, so. Da war das nicht so schlimm für mich. Da war es auch noch leichter körperlich gesehen. Aber gestern dachte ich, ey, ich schmeiß den Jungen aus dem Balkon. Aber einerseits dachte ich so, fuck, da kann er gar nichts für, der ist ja so geboren. Er kann nichts dafür, dass es da jetzt so alles so ist. Dann habe ich gesagt, komm, hol ich mir Stöpsel, probieren wir das mal so. Und das hat zum Glück echt funktioniert. Bin ich auch wieder glücklicher, weil ich Schlaf hatte. Ich war echt mies drauf gestern, war richtig so. Also eine Nacht überlebt man das schon irgendwie mit dem Koffer oder so. Aber wenn man so zwei, drei Wochen irgendwie geschäftlich unterwegs ist, dann muss man eine Lösung finden. Ja, muss man so. Also klar, ich bin ja auch dran, Lösungen zu finden, weil es ja wirklich mich sehr in den Alltag beeinträchtigt, auch in meinem sportlichen. Ja. Den kommt jetzt ja mein Gerät in drei, vier Wochen. Genau, er kriegt auch so eine Schlafmaske. Damit wollen wir zumindest das Gröbste behandeln können. Mhm. Langfristig gesehen habe ich jetzt eine gute Adresse von jemandem, von den Zuschauern bekommen in Hamburg. Ah, jetzt durch die ganze Aktion? Ja. Oder was? Ah, geil, okay. Der sich da auch hat operieren lassen mit ähnlichen Werten, die ich hatte. Ja. Und hat er mir jetzt den Arzt geschickt und auch die Adresse. Mhm. Und den werde ich jetzt, wenn wir zurück sind aus Portugal, kontaktieren. Okay. Und mal mit meinen CDs und meinen ganzen Schlaflaboren und Lungenlaborwerten mal aufsuchen und dann mal gucken, ob man vielleicht eine Lösung findet. Vielleicht kann ich mich ja doch operieren lassen. Nach einer neueren Methode. Genau. Ja, alles entwickelt sich auch so weiter. So. Genau. Ja, cool. Das würde mich extrem freuen für dich. Auch dieser innerliche Stress, die Psyche und weißt du, dass du dann noch viel mehr Lebensenergie hast im Endeffekt. Weil wir reden hier von Lebensenergie, von Lebensqualität auch. In diesem Sinne. Habt ihr noch mehr Tipps, vielleicht gute Ärzte oder eure Erfahrung? Schreibt sie in den Kommentaren. Und ich danke euch dafür. Genau, wir danken euch. Macht's gut und ciao. Ciao, ciao.